Also, Alter, weißt du, ich hab zwei gehört, Alter. Ja, wie? Ist das deine Motorrad, Alter? Ist das dein Motorrad? Bist du eine Rocker, eine Biker? Ach, ja. Das ist gar nicht deins. Ist gar nicht deins, oder? Was laberst du für merkwürdiges Zeug, Alter? Ja, alles gut. Ja, bam, bam, bam. Hast du eigentlich zu viel gekokst, oder was? Ja, viel gekokst. Ach, deshalb bist du so komisch drauf gerade, oder? Ja, bam, 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 bam. Ach, deshalb gibst du so komische, sinnlose Laute von dir, gell? Ja, genau. Du bist eine Zigarrenraucher, gell? Stimmt das? Du tust rauchen edle Zigarren. Wann ist Feierabend? 16 Uhr. 16 Uhr. Edle Zigarren tust du rauchen, genau. So ganz Motorola, teure. Ja. Zum Beispiel, Zigarre, wo kostet ein einziges Zigarre, wo kostet 60 Euro. Ja, 16 Euro, ja. 60 Euro Zigarre, genau. Wo man in eine spezielle Luxusladen kaufen kann, gell? Ja, du bist schon ein Mann mit Stil. Du rauche sehr teure, sehr edle Zigarren. Ja, Dinger, du tust immer in Öffentlichkeit, wenn dich andere Leute sehen, immer mit linker Hand Zigarre halten, damit man dein Rolex-Armbanduhr sehen tut, gell? Machst du das, Lan? Hörst du zu, Lan? Ja. Ja, Dinger, also wegen deinem Kokskonsum, das... Also, ich glaube, übertreibst irgendwie, das Koks, das macht mit deinem Hirn was. Deine Verhalten ist merkwürdig. Ich meine, du tust immer rauche mit linker Hand Zigarre, damit man an linke Hand gelenkt Rolex-Armbanduhr sieht. Weil bei rechte Handgelenk hast du ja keine Armbanduhr, da sieht man der Armbanduhr nicht, gell? Tust du eigentlich rauchen aus... ich meine, du tust doch koksen aus medizinischen Gründen, weil du Nierensteine hast, gell? Ja, ich hab gehört, dein Arzt hat gesagt, du sollst koksen, weil deine Nierensteine durch das Koks zerbröselt werden, sodass sie ausgeschieden werden können, gell? Ja,